Grüß Gott und herzlich willkommen zur 0. Online-Lektion zu den Grundfragen des Mathematikunterrichts. In diesem kurzen Video soll es im Wesentlichen darum gehen, Sie kurz mit der Technik dieser Videos vertraut zu machen. Außerdem sage ich dann noch ein paar Dinge zum Organisatorischen, wo Sie eh schon gerade zuschauen, dann haben wir das auch direkt erledigt. Mein Name ist Andreas Fohns und in der Präsenzlehrveranstaltung werde ich zudem von meinen Kolleginnen Maja Cetic und Cora Deweis unterstützt. Damit Sie merken, ob Sie überhaupt den richtigen Kanal eingeschaltet haben, sage ich zunächst, wer zur Zielgruppe dieser Lehrveranstaltung gehört. Techniktest. Diese Videos dienen nicht nur dem Anschauen. Hin und wieder sollen Sie auch selbst aktiv werden. Wie das dann ausschaut, dafür gebe ich ein kurzes Beispiel. Das habe ich mir aus der Didaktik der Geometrie vom letzten Semester geborgt. Dann sage ich noch kurz etwas zu den Leistungsanforderungen und dazu, wie diese Videos die Lehrveranstaltung ergänzen und wie die Heimarbeit und die Arbeit an der Uni dann zusammenwirken. Und zum Schluss rechne ich Ihnen dann noch Ihren Workload vor, weil es da manchmal Unstimmigkeiten gibt. Ja, und weil man in einer Lehrveranstaltung zum Unterrichtsfach Mathematik ja auch einfach mal etwas rechnen darf. Das führt uns dann schon zur Zielgruppe. In erster Linie ist das 2015 eingeführte Bachelor-Lehramt-Sekundarstufe Allgemeinbildung mit Unterrichtsfach Mathematik. Da ist das für das vierte Semester vorgesehen. Ich schmeiße aber auch niemanden aus der Lehrveranstaltung raus, der erst im zweiten Semester ist. Hier ist die LV wichtig, weil sie die Voraussetzung dafür ist, dass Sie dann im Wintersemester die pädagogisch-praktischen Studien 1 besuchen dürfen. Diese LV ist zudem eine Vorlesung mit integrierten Übungen, das heißt, sie ist durchgängig prüfungsimmanent und Sie müssen dann so etwa 75% der Termine auch wirklich anwesend sein. Falls es das noch gibt, also falls davon noch welche dabei sind, Studierende des alten Diplomlehramts können diese Lehrveranstaltung als Ersatz für die in ihrem Studiengang eigentlich vorgesehene Vorlesung und das Proseminar Einführung in die Fachdidaktik Mathematik belegen. Weil wir aber jetzt eine Vorlesung mit integrierten Übungen haben und nicht mehr getrennt VO und PS als einzelne Lehrveranstaltungen, müssen Sie auch bei den ganzen Sitzungen jeweils wieder 75% der Zeit anwesend sein. Aus Kulanzgründen rechne ich Ihnen aber die VO- oder PS-Note an, falls Sie eins von beiden bereits bestanden haben. Kommt eher selten vor, wäre aber im Prinzip auch okay. Man kann diese Lehrveranstaltung natürlich in allen anderen Studiengängen aller anderen österreichischen Universitäten und der Universität Klagenfurt ganz normal auch als freies Wahlfach belegen. Gut, jetzt sollten Sie wissen, ob Sie hier richtig sind beim Zuschauen. Wenn ja, erkläre ich kurz ein paar technische Dinge. Wenn nein, dann schließen Sie bitte einfach jetzt Ihr Browserfenster. Prima, die erste Interaktion haben Sie damit im Grunde auch schon hinter sich gebracht. Ich erkläre Ihnen jetzt noch kurz die Icons unten am Bildschirmrand. Ganz links haben Sie da Abspielen, Pause und direkt daneben Lesezeichen, mit denen Sie zu den Abschnitten des Videos springen können. Ganz rechts, hier können Sie ins Vollbild und dann wieder auch zurückwechseln und das Zahnrad direkt links daneben regelt die Videoqualität, also die Auflösung. Und nochmal links daneben könnten Sie mich auch stumm schalten. Und über diesen Tacho, der da wieder jetzt links davon ist, können Sie das Video auch schneller oder langsamer ablaufen lassen, wenn Ihnen mal was zu langweilig ist oder ich mal zu schnell reden sollte. Zum Abschluss des Technikteils noch eine Aufgabe zum Thema Begriffsbildung, die auch schon in der Didaktik der Geometrie vorkam. Das Thema Begriffsbildung beschäftigt uns nämlich eh auch dieses Semester wieder. Und da schien mir das eigentlich die beste Übung, um mal auszuprobieren, wie sehen eigentlich so Interaktionen in diesen Videos aus. Also dann fangen wir mal an. Stellen wir uns zu Beginn einmal ganz dumm und fragen, was ist eigentlich ein Begriff? Im Alltag würden wir vielleicht sagen, Begriffe, das sind halt Worte. Aus der Erfahrung in Mathematikvorlesungen würden wir vielleicht sagen, naja, halt etwas, was man definiert. Für das Begriffsbilden brauchen wir aber mehr. Wir machen daher jetzt eine kleine interkulturelle Sprachübung. Also bitte, wie nennen Sie diese drei Gegenstände? Also nicht, wie denken Sie, dass ich diese drei Gegenstände nenne, sondern wie nennen Sie diese drei Gegenstände?
Je nachdem, ob Sie in Österreich oder in Deutschland sprachlich groß geworden sind, haben Sie vermutlich eher die oberen oder die unteren drei Worte verwendet. Haben wir Deutschen und Sie Österreicher also verschiedene Begriffe von den Objekten? Oder verwenden wir nur verschiedene Bezeichnungen für dieselben Begriffe? Unter anderem mit dieser Frage werden wir uns noch im Bereich Begriffsbildung genauer beschäftigen. Soweit jetzt erstmal unser Techniktest. Wir kommen noch kurz zu den Leistungsanforderungen. Die Gesamtleistung besteht aus der Vorlesungsleistung, die ich mit 3/5 gewichte, und dem Übungsteil, den ich mit 2/5 gewichte. Für die alten Semester, VO oder PS, Einführung in die Fachdidaktik, können dann hier jeweils ersatzweise für die Vorlesungsleistung oder die Übungsleistung angerechnet werden. Für die, die noch gar nichts davon haben. Vorlesungsleistung besteht einerseits in einer Prüfung am Semesterende und, weil ich einige Termine, die Vorlesungsanteile bedeuten, in Videos auslagere, eben im Ansehen dieser Videos. Das Ansehen muss Sie irgendwie kontrollieren, also dass Sie das nicht nur einschalten und dann durchlaufen lassen. Und das kontrolliere ich eben durch diese Interaktionen in den Videos. Und für diese Interaktionen gibt es Punkte und mindestens einen Punkt pro Video müssen Sie erreichen. Es sind aber immer so 5 bis 8 Punkte zu erreichen und man kann die Fragen auch beliebig oft wiederholen. Also insofern ist das wirklich keine Hürde. Das dient nur zum Testen, haben Sie das auch wirklich angesehen. Die Übungsleistung besteht dann darin, dass Sie über das Semester verteilt insgesamt 4 Hausübungen bearbeiten, die jeweils 2 Arbeitsaufträge haben, diese Hausübungen, und sind dann auch nochmal zu überarbeiten und bis Ende Juni abzugeben. Die Details besprechen wir aber genauer am ersten Präsenztermin. Die Note ist dann ausreichend, wenn Sie beide Teile mit ausreichend bestanden haben, wobei ich die schriftliche Prüfung eben schon ab 45% als ausreichend werten werde. Jetzt noch abschließend ein paar Worte zur Lehrmethodik, also wie denke ich mir eigentlich das Zusammenspiel von Vorlesung live, Präsenzübungen und eben diesen Videos, wie Sie sich das jetzt hier gerade ansehen. Zum Methodischen, also etwa 1/4 der Lehrveranstaltung wird ganz normal als Vorlesung durchgeführt. Ich rede und Sie lauschen dann mehr oder weniger aufmerksam meinen Worten, möglichst eben zu den Dingen, wo ich finde, dass es wichtig wäre, dass Sie direkt eine Möglichkeit haben, auch Rückfragen zu stellen. Etwa 1/4 der Lehrveranstaltungszeit findet hingegen nicht an der Universität statt, sondern als daheim zu bearbeitende Online-Lerneinheiten. Und die bestehen jeweils aus einem Video, so ähnlich wie das hier jetzt, einem Text zum Lesen und dann auch noch als Übung ganz normal einer Hausübung. Die übrigen 2/4, beziehungsweise für Bruchrechner die übrige Hälfte der Lehrveranstaltung, sind dann im Wesentlichen Präsenzübungsphasen. Die dienen einerseits der Nachbereitung der Übungen, die Sie zu Hause gemacht haben, die ja dann teilweise auch noch wieder überarbeitet abgegeben werden sollen, und andererseits hier und da auch einmal der Vorbereitung von den Vorlesungsteilen oder vielleicht auch als Vertiefung bzw. Anwendung von dort kennengelernten Dingen. Die Online-Lerneinheiten bestehen insgesamt immer aus 4 Elementen. Zunächst einmal dieses Lernvideo, das wird in der Regel so 30 bis 45 Minuten lang sein und das deckt eben einen Teil der Vorlesungsanteile ab, die ich jetzt dann eben nicht mehr in der Vorlesung selbst, also in der Lehrveranstaltung vor Ort an der Uni halte. Jedes Video enthält so ein paar einfache Fragen zum Verständnis, damit Sie während des Ansehens auch schön konzentriert bleiben und nicht einschlafen. Sobald Sie das Video erfolgreich angesehen, also mindestens eine der Fragen innerhalb des Videos korrekt beantwortet haben, wird ein zusätzlicher Text freigeschaltet und den sollten Sie durchlesen, weil den braucht man in der Regel für die Hausübung. Außerdem wird auch ein Diskussionsforum freigeschaltet, in dem Sie Fragen zum Verständnis des Videos und des Textes stellen können. Das ist auch sehr wichtig, weil wenn Sie da Fragen stellen, haben wir dann die Möglichkeit, in der nächsten Präsenzsitzung auf diese Fragen einzugehen, beziehungsweise habe halt ich und haben meine Kolleginnen die Möglichkeit, uns auf die Fragen vorzubereiten schon. Wir selbst schauen da vielleicht auch hin und wieder ein und versuchen dann, wenn es geht, auch Fragen direkt dort zu beantworten, aber sonst eben in der Präsenzlehrveranstaltung. Hinzu kommt dann der Arbeitsauftrag, der in der Regel 2 Teilaufgaben haben wird und diese Arbeitsaufträge sind dann schriftlich über Moodle abzugeben und zwar immer vormittags bis 9 Uhr vor der nächsten Sitzung, damit wir 3 Lehrveranstaltungsleiter dann eben noch die Möglichkeit haben,
da einen Blick hereinzuwerfen und eventuell auch Gruppeneinteilungen entsprechend vorzunehmen, eben letztlich die Übung in der Lehrveranstaltung dann auch ordentlich organisatorisch vorbereiten zu können. So, jetzt abschließend, Sie sehen, mein Finger drückt mich hier schon eine Folie weiter, noch zu der versprochenen Workload-Berechnung, also ran an die Tafel. Diese LV hat 4 ECTS und ein so ein Credit Point entspricht laut Gesetz formal einem Arbeitsaufwand von 25 Stunden. Sie sollten also insgesamt 100 Stunden in diese Lehrveranstaltung investieren, verteilt über das ganze Semester. Normalerweise hätten wir 15 Lehrveranstaltungstermine mit je 3x45 Minuten, macht 145 Minuten, und das würde sich summieren zu insgesamt 33 Stunden und 45 Minuten. Feiertagsbedingt, und weil ich eben in der ersten Woche gar nicht da bin, haben wir aber nur 12 Termine und die kürze ich noch jeweils um 15 Minuten, womit wir dann nur noch 24 Stunden Vorlesungs- bzw. Übungszeit live an der Uni haben. Da bleiben also 9 Stunden 45 Minuten über und für das Ansehen dieser 30 bis 45-minütigen Videos, das Lesen der Pflichtlektüren und das Hereinschreiben von Fragen in das Forum dürfen Sie dann also pro Video 2 Stunden und 26 Minuten benötigen. Es verbleiben dann im Übrigen auch immer noch 66 Stunden und 45 Minuten, die Sie je nach individuellem Tempo in die Hausübungen, deren Überarbeitung und die Prüfungs... Na, das stimmt gar nicht. Da sehen Sie, gucken Sie mal, da hat sich der Fonds schon verrechnet. 100 minus 33 minus 45, da bleiben aber nicht 66 Stunden und 45 Minuten übrig. Da bleiben 66 Stunden und 15 Minuten übrig. Okay, aber immerhin, 66 Stunden und 15 Minuten können Sie je nach individuellem Tempo in die Hausübung, deren Überarbeitung und die Prüfungsvorbereitung investieren. Selbst wenn Sie also für eine Hausübung 4 Stunden Zeit benötigen würden, was eher doppelt so lang ist, wie ich denke, dass Sie wirklich benötigen, hätten Sie dann immer noch ungefähr 50 Stunden für die Überarbeitung der Hausübung und die Prüfungsvorbereitung. Da denke ich insgesamt, das ist trotz dem kleinen Rechenfehler, der da drauf ist, den ich jetzt im Video wahrscheinlich schon mit Rot korrigiert habe, ist das immer noch relativ fair. Die Videos werden dann immer mit einem kurzen Quiz enden. So auch dieses hier. Das dient vor allem der Kontrolle, was dann so hängen geblieben ist von dem, was ich alle so erzählt habe. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns dann, beziehungsweise werden uns am 12.3. gesehen haben. Das hängt halt davon ab, wann Sie dieses Video überhaupt anschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Start ins Semester und dann auf Wiederschauen am 12.3.